So, es ist wieder ganz ungewohnt, hier in die Kamera zu sprechen und back bei YouTube zu sein. Aber ich habe mir gedacht, eure häufigen Fragen, die haben mir den Anlass gegeben, jetzt wieder auch einfach mit YouTube einzusteigen. Und ja, ihr wolltet alle wissen, warum. Okay, alle ist immer so ein Begriff. Nein, nicht alle, aber viele haben gefragt, Jana, warum Schweiz und warum ziehst du schon wieder um? Du bist doch erst nach Karlsruhe gezogen. Und das nehme ich zum Anlass und stelle es dir hier in diesem Video kurz und knapp vor. Ja. Vorneweg möchte ich aber so den Einstieg in das Video gestalten, dass ich drei Fragen an dich stelle und du vielleicht so ein bisschen auch meine Gefühlslage oder warum ich so denke, nachvollziehen kannst. Und die erste Frage ist, hast du einen Lebensraum gefunden, wo du sagst, hey, da kann ich mich entfalten, da kann ich mich verwirklichen und zwar nicht nur auf einer Schiene zu sagen, hey, da ist meine Familie, das macht mich glücklich. Es gibt viele Menschen, die sind mit sehr, sehr wenig zufrieden und das ist auch gut so, versteht mich nicht falsch. Aber hast du einen Platz gefunden, wo du dich beruflich entfalten kannst, wo du sagst, da gehst du auf, da bist du erfüllt drin? Hast du das genauso auch in Gesundheit, Bewegung, Fitness in der Szene oder in der Richtung, dass du sagst, hey, du kannst einfach dich bewegen, du kannst rausgehen, du hast aber auch vielleicht das Studio oder wenn du tanzt oder wenn du einen anderen Sport machst, du hast diese Räumlichkeiten da und auch dieses Soziale, ja, hast du deine Familie um dich, hast du Freunde da, hast du, also gibt dieser Wohnort dir quasi all diese Bereiche? Und das ist so die erste Frage, die ich mich gestellt habe, aber die ich auch immer nach außen transportiere oder sage, hey, frag dich mal, bist du angekommen? Ja, also ist dieser Wohnort, wo du bist, etwas, wo du für immer sein möchtest? Und ich bin der Meinung, dass dieser Ortswechsel, ich meine, ich habe schon öfter den Ort gewechselt, immer wieder ein neuer Erfahrungsschatz ist. Ja, also wir können immer wieder neue Erfahrungen sammeln, neue Netzwerke aufbauen und ich bin auch vom Grund her jemand, der niemals stillstehen kann. Ich bin noch so jung und ich bin ungebunden und ich möchte so viel es geht einfach in meinem Leben mitnehmen und ja, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, beziehungsweise die zweite Frage, würdest du einen neuen Weg gehen, ohne zu wissen, wo dieser Weg dich hinführt? Also würdest du beispielsweise einen neuen Weg gehen, also einen Umzug machen, ohne zu wissen, was bringt dieser Umzug dir? Ja, also zum Beispiel, ich bin umgezogen und ganz ehrlich, ich mache beruflich eins zu eins genau dasselbe. Ja. Beruflich habe ich meine Erfüllung gefunden. Ich weiß, das, was ich mache, macht mich glücklich. Es erfüllt mich. Und es ist, sorry für die Auswahl, aber es ist scheißegal, wo ich das mache. Ja. Ob ich das in Deutschland, in China, in Japan, in Nordkorea, in USA, Amerika mache, es ist scheißegal. Weil die Leute, die was verändern wollen, die kommen zu mir und ich mache Online-Coaching und ich kann von überall aus der Welt ihnen helfen. Und das ist das Tolle. Sprich, es ist gar nicht mal so der Hauptgrund gewesen, warum ich jetzt in die Schweiz bin, aus beruflichen Gründen. Ich hätte genau so nach Köln können, das ist auch eine Fitness-Metropole irgendwo, ja, nach Berlin oder. Aber es hat natürlich mitgeschwungen irgendwo, weil in der Schweiz habe ich so das Gefühl, noch mehr Potenzial zu haben. Also ich als Johanna. Und
ich gebe Personal Trainings, das ist das eine. Da gibt es, da habe ich halt ein tolles Netzwerk irgendwo schon in der Schweiz, wo ich sage, hey, da habe ich die Möglichkeit, in schönen Studios Personal Trainings zu geben. Ich muss nicht in irgendeiner Kette, wie jetzt beispielsweise in Karlsruhe, wo es nicht wertgeschätzt wird, wo es nicht angenommen wird, so wie ich das gerne hätte. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Also da sehe ich halt hier einfach noch ein bisschen Potenzial. Und ich möchte ja auch wachsen. Ja, also mein Ziel ist, natürlich auch mein berufliches Feld auszubauen. Und da bin ich ja jetzt auch schon dran, indem ich in meinem Coaching eine App implementiert habe, dass ich alle Veränderungen, alle Transformationen in dieser App festhalten kann, aber auch meine Mädels in dieser App selber Bilder hochladen können, ihre Gewichte und alles darüber läuft, auch die Planung, die Ernährungsplanung, die Rezepte, Trainingsvideos, alles. Und das ist schon mal jetzt für mich ein richtig cooler Meilenstein und sicher auch eine Sache, die mich von anderen Coaches so ein bisschen differenziert. Grundsätzlich differenziert mich aber auch so ein bisschen dieses, es gibt so viel Coaches draußen, so viel. Und so viel möchte gern Coaches, sorry, aber es ist so. Und du kannst es gerne, ja, es gibt viele, die das auch nebenher machen, es ist möglich. Aber wenn du einen Coach an deiner Seite hast, der das hauptberuflich macht, rund um die Uhr, dann ist er damit mit seinem ganzen Elan dahinter, also so wie bei mir, nicht mal nebenher noch ein bisschen Coaching-Business und so. Und wenn der Kunde halt mal eine Woche wartet, ist es so. Ist für mich ein No-Go. Also ich bin täglich da, täglich Ansprechpartner und ich stecke da einfach meine ganze Energie rein. Ihr spürt es schon so. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Die dritte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist... Jetzt muss ich kurz nachschauen. Aha. Also, die erste Frage, die zweite Frage war ja, würdest du einen Weg gehen, ohne zu wissen, wohin der Weg dich führt? Also, was auf dich zukommt. Und bei mir ist es ja so, es ist ungewiss. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mit offenen Armen durch die Welt, weil nur so kannst du eben auch Neues mitnehmen, ja, annehmen so. Und die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, würdest du ein Kapitel beenden? Ja, ein Kapitel beenden, das, es ist okay, es ist jetzt nicht dramatisch, schlecht oder, aber würdest du ein Kapitel beenden, ohne zu wissen, ob das Kapitel besser wird oder gleich oder schlechter? Und da bin ich halt der Meinung, das Leben hat, also das Leben meint es gut mit uns. Ja? Sprich, ich vertraue in das Leben. Ich sage immer wieder, Johanna, vertraue in das Leben, wenn ich gerade so ein bisschen selbstkritisch bin, wenn ich so ein bisschen ja, alles hinterfrage, ob das, was ich mache, richtig ist. Dann sage ich, Johanna, hab Vertrauen in das Leben. Weil das Leben, das will uns nicht schaden. Und ich bin auch der Meinung, unsere Erde, unsere Welt, die ist so stark, die ist so... Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch in Deutschland schauen, du kannst in Deutschland nicht scheitern. Also ich meine, okay, vielleicht finanziell, aber was ist Geld schon? Ja, du wirst daran nicht sterben. Also was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? In Deutschland sind wir, oder allgemein in Europa, sind wir doch relativ sicher vom System her, wenn wir jetzt mal systematisch denken. Ja, Geld, Unterkunft, ein Dach über dem Kopf, Essen, ja, also ich habe halt einfach vor nichts Angst, so. Ich denke mir so, wenn ich scheitern sollte mit dem, was ich mache, dann gibt es immer ein Plätzchen, wo mich aufhängt. Dann gibt es immer irgendeinen Zufluchtsort. Also ich habe da keine Angst vor zu sagen, und dann, im Gegenteil, ich habe so Bock drauf und ich bin so gewillt, quasi das, wofür ich mich entscheide, zu verwirklichen. Und ich bin so gewillt, da all meine Energie reinzustecken, dass ich nicht scheitern werde. Punkt. So,
Was war jetzt der Beweggrund, warum ich gewechselt habe? Ich bin vor einem Jahr nach Karlsruhe gezogen, eigentlich ziemlich aus derselben, ja, aus demselben Ding heraus. Ich wollte, also ich bin ja vor, das war auch wieder, das ist ganz lustig, 2018 bin ich zu meinen Eltern gezogen. Ich war genau ein Jahr bei meinen Eltern. Es war klar, das war eine kurzfristige Sache. Das war so die Findungsphase von meiner Immobiliensache zu meiner Selbstständigkeit. Und dann war quasi Karlsruhe so dieser Anlaufschritt, diese erste Anlaufstelle. Ich war genau ein Jahr in Karlsruhe. Ich habe es geschafft, in diesem Jahr mich so aufzustellen, dass ich komplett von meiner Selbstständigkeit leben kann. Aber jetzt ist einfach der nächste Schritt dran. Ich muss weiter raus, so wieder aus der Komfortzone raus. Ich habe mich so in einer sicheren Zone gefühlt und ja, Karlsruhe war für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Ort, wo ich als junger Mensch irgendwie, ich bin nicht angekommen, ja, und deshalb habe ich gesagt, und man muss ja dazu sagen, die Schweiz ist für mich nicht voll das neue Pflaster. Ich habe Connections in die Schweiz, ich habe meine beste Freundin hier, mit der ich ja auch zusammengezogen bin. Wir teilen sehr, sehr viel und das ist somit der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht komplett auf ein Stückchen Erde, wo ich mich 0,0 auskenne. Klar war dieses Auswandern schon irgendwo auch eine Herausforderung und ein neues Projekt, aber ich liebe diese Projekte. Das sind Herausforderungen, die dieses Leben wieder mal ein bisschen spannend machen. Und ach, ich bin einfach nicht der Mensch, der Typ Mensch, der jetzt irgendwo sich niederlässt und da den Rest seines Lebens bleibt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Also, Zukunft ist Zukunft. Jetzt bin ich im Hier und Jetzt. Ich bin angekommen. Ich habe noch einiges zu klären, auch was diese organisatorischen Sachen angeht. Aber ich habe Vertrauen in das Leben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal ein bisschen Mut. Ja, nehmt Mut mit im Leben und lasst euch auf jeden Fall hier weiterhin jetzt ein bisschen wieder mehr teilhaben, auch auf YouTube. Ich habe eine wundervolle Küche, ich habe eine helle, wundervolle Wohnung und da wird jetzt auch immer mal wieder was kommen. Ja, ich hoffe, ich habe eure Frage beantwortet. Ich gucke hier immer wieder aus dem Fenster und es ist einfach wunderschön. Ich sehe die Berge. Das ist auch mit so einem Grund. Ihr wisst, ich bin absolut naturverbunden und die Schweiz ist einfach der perfekte Ort dafür. Punkt. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und wir hören uns, sehen uns. Muah.